Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon in der Reignited Trilogy. Ja, und der Dave ist noch nicht zu Gast, ihr hört's vielleicht, beziehungsweise ihr hört's nicht, weil ich habe mir gedacht, das ist ein blöder Zeitpunkt, um jetzt einen Gast dazu zu holen. Ich möchte eigentlich gerne dieses Level noch beenden, weil wenn der Dave dann zu Gast ist, ne, dann bin ich ja noch unkonzentrierter, weil das ist halt immer so, wenn man eine Gast-Session hat und ja, dann konzentriert man sich natürlich auch so ein bisschen ja, auf seinen Gast, logischerweise. Und nee, dann möchte ich das jetzt wenigstens noch versuchen hinzukriegen und wir nehmen jetzt noch eine Folge ohne irgendwelche Gäste auf. Vielleicht schaffen wir sogar noch die dritte Welt, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen üben und irgendwann werden wir das hier hoffentlich schaffen. So, und jetzt geht es nur noch darum, die Leuchttürme abzufackeln. Und das war jetzt doof. Aber für den ersten Versuch war das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das werden wir jetzt irgendwie hinkriegen. Und viel mehr nehmen wir dann uns für heute auch nicht vor. Aber irgendwie wird das jetzt geschafft. Und dann ist in der nächsten Folge oder... Ja, mal gucken. Ich denke mal, dass ich heute nur eine Folge aufnehme. Je nachdem, wie ich mich jetzt hier anstelle. Aber ja... Dann wird er bei der nächsten Aufnahme auf jeden Fall. Da wird dann der Dave dabei sein. Da gehe ich mal stark von aus. Ich habe mittlerweile auch einen Termin mit ihm ausgemacht. Und wir sind uns einig geworden. Wir haben alles ausgehandelt. Die ganze Gage und so. Nein. Also, wir wissen schon mal, dass wir kommenden Samstag aufnehmen. Und ja. Kriegen wir hin. Und wenn dann die Aufnahme im Kasten ist und das alles geklappt hat, dann werde ich dann den Rick noch fragen. Denn der Super Flash Crash, der soll ja auch noch hier auftauchen. Ne? Der wird dann direkt im Anschluss an die Session mit dem Dave dabei sein. Ich hoffe, der freut sich dann auch. Ich habe ihn bisher noch nicht angeschrieben, weil ich will ja erstmal sicher gehen, dass die Aufnahme mit dem Dave auch klappt. Wenn das alles funktioniert hat, dann ja, sehen wir weiter. Ne? Dann sehen wir weiter. So, jetzt müsste ich halt nur wissen, wo jetzt die ganzen Türme noch sind. Da ist noch einer. Oh, scheiße. Ja, okay. Okay. Ja, das war jetzt doof. Okay, zwei fehlt noch. Vielleicht muss ich eine andere Reihenfolge mehr holen. Gut, ich bin auch einmal... Ich habe mich da jetzt einmal verflogen. Aber ich denke, das ist schon eine vernünftige Reihenfolge, die ich da jetzt gerade hier nehme. Man wird hier direkt vor die Ringe geschmissen. Ich denke schon, dass das sinnvoll ist, die als erstes zu machen. Und dann machen wir jetzt dann doch die Truhen. Und ja. Mittlerweile kriegt das mit den Truhen ja auch ganz gut hin. Ich hatte immer Probleme hier... die obere dazu erwischen, tatsächlich. Aber das klappt jetzt auch ganz gut. So. Ja, mittlerweile ist ja auch das Dschungelcamp beendet. Und, tatsächlich hat Jamila Rowe gewonnen. Finde ich aber auch okay. Also, ich kann damit sehr gut leben. Mir war nur wichtig, dass Lukas Cordalis halt nicht gewinnt. Ich fand es schon ein bisschen schade, dass er ins Finale eingezogen ist, weil er für mich halt, ja, ein etwas unehrlicher Typ war, sagen wir mal so. Was habe ich da jetzt vergessen? Scheiße. Da habe ich irgendwas. Moment, jetzt habe ich irgendwie komplett Mist gebaut. Hä? Was habe ich denn angestellt? Okay. Was habe ich denn da gemacht? Da muss ich ja irgendwie was komplett falsch gemacht haben jetzt. Egal. Das hätte ich jetzt fast noch hingekriegt, ne? Ich bin anscheinend eben gerade komplett vom Weg abgekommen. Ich sollte nicht so viel labern und einfach mal machen. Ich konnte natürlich jetzt auch noch nicht irgendwie auf irgendwelche Kommentare von euch eingehen, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier ist noch kein Part hochgeladen. Es läuft aktuell noch Shadows of Rose. Und da haben wir, glaube ich, heute den vierten oder fünften Part, glaube ich. Also der würde heute freigegeben. Ich glaube, es ist nur der vierte. Und ja... Aber das Let's Play kommt auch sehr gut bei euch an, tatsächlich. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber genauso freue ich mich jetzt auch über Spyro, weil das eigentlich ein sehr entspanntes Spiel ist. Und gut, ich bin jetzt auch noch weit davon entfernt, mich hier aufzuregen. Also so schlimm ist es dann tatsächlich nicht. Aber es ist immer so, es gibt Schöneres in den Spyro-Spielen als diese Fluglevel. Das muss ich schon sagen. Ah ja, genau. Hier hätte ich jetzt praktisch links... Da bin ich vorhin links abgebogen anscheinend. Das war wohl nicht wichtig. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das sieht doch ganz gut aus. Sechs.
7. Komm, da kommen wir hin, da kommen wir hin, da kommen wir hin. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Beenden. Huh. So, meine lieben Freunde, da fühle ich mich doch gleich besser. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen was erreichen hier. Ich wollte gerade einen Schluck Tee nehmen, aber ich muss ja euch ein bisschen unterhalten hier, ne? So. Was ist mit dir? Ja, komm. So. Einen Schluck muss ich noch mal trinken. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob jetzt nur noch Dr. Champ kommt. Oder ob wir praktisch noch was anderes hier haben. Ich guck mal eben kurz in unser Handbuch. Also vielleicht gibt es hier noch ein Level. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Fähigkeitspunkte, was war da nochmal? Bei Dr. Champ gibt es auf jeden Fall was. Okay. So, jetzt mal gucken. War hier noch was? Da ist Dr. Champ. Das wäre praktisch das Endlevel jetzt hier. Ach Gott. Das war doof, ja. Und da geht er unter. Ja, es war jetzt sehr dämlich, ich weiß. Ja, ich wollte wissen, ob es halt noch ein Level gibt, was wir jetzt nicht gemacht haben. Wir werden jetzt ja immer wieder rausgespuckt. Genau, das ist eigentlich ganz gut. Sollen wir nochmal anfangen? So, ach, sorry. So, dann bringen wir hier nochmal einen um. So, weg. Ah, ist natürlich bald wieder ein Leben fällig. Das ist eigentlich ganz gut. So. Ja, haben wir hier noch irgendwo ein Level übersehen? Was ist denn mit dem da links? War ich da schon drin? Mal gucken. Hallo. Tot ist er. So, waren wir hier schon drin, ist die große Frage. Das ist der Ausgang. Beziehungsweise der Eingang. Doch, da waren wir schon, ne? Das ist doch hier trockene Felsschlucht. Das wird mir gar nicht... Doch, das... Ich muss mal gucken. Ja, das haben wir. Klippe statt Eishöhlen. So, mal kurz gucken. Da ist Dr. Champ. Nee, das war die Klippenschlucht, die haben wir auch, ne? Schon nochmal nachgucken, ja. Und die Eishöhlen haben wir. Die Eishöhlen waren da unten. Aber dann, glaube ich, gibt es hier noch ein Level, oder? Also hier unten? Nee, da nicht. Da. Wo bin ich hier? Da, hier unten. Da waren die Eishöhlen, das haben wir auch gemacht. So, da ist Dr. Champ. Und jetzt bin ich im Überlegen. Ist nicht da hinten auch was gewesen? Kleinen Moment. Vielleicht ist da ja noch ein Level. Das würde eigentlich zeitlich ganz gut passen. Ach, hier war der Eierdieb. Den habe ich aber schon. Stimmt. Und da ist hier sonst nichts außer dem Eierdieb, ne? Nee. Dann ist nur Dr. Champ jetzt angesagt? Oder irre ich mich da? Kurz gucken, ob hier noch was ist. Ach, scheint so zu sein, ne? Dann, okay, dann nur noch ein Level. Sieht so aus. Ja gut, dann machen wir das halt. Dann gucken wir halt meinetwegen noch ein bisschen dann in der, der nächsten Welt ein bisschen rum. Aber es scheint so zu sein, als wäre das das letzte Level. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. Und da gibt es ja, wie gesagt, auch einen Fähigkeitspunkt. Gucken wir einfach mal. Begegnung mit Dr. Champ. Gut, dann reisen wir halt noch in die dritte Welt. Und dann können wir vielleicht dann die Hauptwelt schon mal fertig machen. Das könnten wir eigentlich machen. Also noch nicht die Level angucken, das machen wir dann mit dem Dave. Aber dann schnappen wir uns schon mal so die Hauptwelt vor. So. Okay. Soll ich mal gucken, was für Fähigkeitspunkt es hier gibt? Dr. Champ. Wie perfekt. Dr. Champ perfekt. Achso, den Boss anscheinend ohne getroffen zu werden? Oder was ist damit gemeint? Dr. Champ perfekt. Das ist jetzt irgendwie... Das war jetzt nicht perfekt, ne? Lebt er jetzt noch? Nö, ist anscheinend tot. Okay. Ja, was heißt jetzt hier Dr. Champ perfekt? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Da ist er einfach mal abgestürzt. Kann man machen. Hi. Sag mal. Da ist ein Sacken. Also ich kann mich auch an dieses Level tatsächlich noch erinnern. Ja. Und das war doch sowas, wo man dem hinterherrennen musste, ne? Also so ein Boss, glaube ich, wo man einfach nur die ganze Zeit hinterherrennen muss. Und ansonsten passiert da, glaube ich, gar nicht so viel. Ich meine, das ist so wahr. Ja, ja, ja.
Ach, da oben ist ja noch eine. Kommen wir wohl noch hin. Ja, da lacht sie uns schon wieder aus. Ja, hier muss ich dann hoch. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Okay. Einmal hier hoch, bitte. Ah, okay. Ja, dann müssen wir wohl dahin, ne? Schaffen wir das? Ja, hat geklappt. Und dann gehen wir dahin. Tada, ein Schlüssel. Sehr schön. So, wo kommen wir dahin? Einmal bitte hier hoch. Ich muss ja auch da hinten noch irgendwie hinkommen. Von hier aus? Glaube ich eigentlich nicht, oder? Oder doch? Doch. Scheint so. Okay. Hallo. Ach. Ja, das war jetzt ganz doof. Okay, nochmal hoch. Ja. Es ist ja im Prinzip nur das Boss-Level, was relativ simpel, glaube ich, ist. Es ist ja die Frage, was mit diesem Perfekt gleich gemeint ist, ne? Ich denke, dass man einfach halt nicht, ja, sterben darf. Oder, ja, nicht getroffen werden darf. Das ist wohl mit Perfekt gemeint. Jetzt komme ich ja nicht mehr rauf. Das hat doch eben so wunderbar funktioniert, ne? Das hat doch... Wieso klappt das jetzt nicht mehr nochmal? Komm. Ich komme doch nicht mehr hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Eben beim ersten Versuch hat es funktioniert, ne? Und danach ist nichts mehr. Das ist so typisch. Natürlich nicht. Alter. Das macht mich jetzt gerade schon so ein bisschen wahnsinnig, ne? Habe ich denn gerade irgendwas anders gemacht eben? Jetzt aber. Danke. So, jetzt komm hier hoch. So. Weg ist er. Ach, da ist ja auch was. Okay, aber hier ist nicht die Truhe, ne? Oder? Ist hier die Truhe? Ne, hier ist nicht die Truhe. Ich weiß gar nicht, wo die Truhe jetzt ist. Also, ne, der Schlüssel. Vielleicht kommt der aber auch auf dem Weg, wenn man hier lang geht. Schauen wir mal. Erstmal brauchen wir einen Drachen befreien. Nämlich, wer bist du? Trondo. Dr. Shemp hält sich für obercool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, im Laufen zuzuhören. Aber er sollte besser aufpassen. Okay, alle Drachen befreit. Das waren sehr viele, ja. So. Ach, da oben ist Dr. Shemp. Alles klar. Ja, ich komme gleich zu dir hoch. Ich will mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Nee. So, wie war das? Ich musste, glaube ich, einfach nur den Arsch verbrennen, ne? Also war das jetzt nicht richtig anscheinend. Ja, das war jetzt nicht perfekt, ne? Okay. Ja, wahrscheinlich muss ich das... Gut, dann haben wir den Fähigkeitspunkt jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Wir gucken mal. So, komm her. Und dreh dich schon. Jetzt haben wir ihn. Ah, okay. Man muss ihn wieder zu zwingen, dass er sich dreht. Und dann muss man ihn einfach in den Arsch schießen. So würde ich es mal formulieren. Okay, das war's. Oh, ich bin tot. Scheiße. Gut, dann haben wir vielleicht nochmal die Möglichkeit, das doch mal perfekt zu machen. Weiß gar nicht. Wahrscheinlich beim Drachen, ne? Beim Drachen wieder ausgespuckt. Ja, okay. Probieren wir es nochmal, das Ganze, ne? Ja, komm. Okay, das war der erste. Ja, er hat einen heißen Arsch, ja. So, das Ganze nochmal. Komm mal her. Ja. Läuft. Ah, du Sackgesicht. Ich hab dich da... Sag mal. Das ist ein bisschen nervig, ne? Okay.
Ja, das ist jetzt weit entfernt von perfekt tatsächlich. Aber gut. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder drauf gehen. Gibt ja auch keine Sparks-Auffrischung gerade hier so wirklich, ne? Ja, tot. Unglaublich, okay. Ja, das ist nicht so mein Ding anscheinend. Oh Gott. Okay, nochmal das Ganze. Das kann man jetzt hier nochmal anders machen. So, das war gut. Beim ersten Mal macht er auch noch was anderes, ne? Das ist das Ding. So. So, guck mal. Das war auch okay. Und der dritte, der ist jetzt wieder der, der mir zum Verhängnis wird wahrscheinlich. Hi. Hat nicht gereicht, schade. Komm, nochmal. Mach es. Fähigkeitspunkt erhalten, weil wir ihn diesmal, glaube ich, perfekt gemeistert haben. Sehr schön. Hat doch gut geklappt. Weiß gar nicht, was wir wollen, ne? Hat doch wunderbar geklappt. So, dann machen wir die noch weg. Und dann haben wir da hinten noch die Kiste gesehen. Da ist sie. Hi. So, mal gucken, ob es reicht. 275, das könnte hinhauen. Aber sowas von haut das hin. Jetzt muss ich noch einmal wieder komplett rumrennen. Ah, na gut. Tada. Aber wir haben alles, wie es aussieht. Hervorragend, würde ich sagen. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch nicht erschrecken. Ich wäre fast die Schnuft runtergerannt. Ah, okay. So, dann da noch lang. Und dann, ja, wie gesagt, dann können wir uns, glaube ich, in der Hauptwelt in der nächsten vielleicht nochmal, ja, die ersten 100% ergattern. Und dann würde ich sagen, haben wir noch einen guten Punkt, um dann mit dem Dave für die nächsten Session zu starten. Mmh. Ah, schön Tasse Tee habe ich hier. Herrlich. So muss das. So. Dann können wir jetzt praktisch zum Ballonfahrer, der irgendwo da hinten ist. Moment, da ist er doch schon. Wir sehen. Hi. Hallo, mein Freund. Ich bin baff, wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Ja, kannst mal sehen. Steig ein, wenn du bereit für die Welt der magischen Künstler bist. Das machen wir. Und diesmal kriegen wir auch nicht den Hinweis mit installiert, sondern wir haben die Welt praktisch schon installiert. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch die 100% bei der Hauptwelt, sofern das dann möglich ist. Aber eigentlich sollte das immer von Anfang an möglich sein. Und dann gehen wir die einzelnen Level mit dem Dave zusammen abklappern. Ich finde, das ist ein guter Plan. Und dann haben wir für heute nur diesen einen Part. Dann müssten wir, glaube ich, 5 Folgen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Es wird jetzt kein ultra langes Let's Play, aber ich denke, ein paar Parts werden da schon zusammenkommen. Ich meine, viele kleine Projekte ist ja auch mal ganz schön. Ne? Dann kriegen wir ein paar Spiele abgearbeitet dieses Jahr. Ich möchte euch auch noch ein paar Amiga-Spiele präsentieren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe auch schon eins im Auge. Das erste Amiga-Let's Play nach langer, langer Pause, was wir uns vornehmen werden. Und ja. Ja, freut euch schon mal drauf. Wird für mich auch so ein bisschen blind, aber nicht ganz. Also ich hab's definitiv früher schon mal gespielt, aber halt nicht so ausgiebig. Na du. Ja, ja, ja. Was soll ich das denn machen? Okay. Hätte ich dich vielleicht schneller erwischen sollen. Gehen wir erstmal hier gucken. Ach, das sind die. Die haben auch immer so... Au. Genau, also im Original haben die so ein sehr merkwürdiges Au gemacht. Hier geht das. Da klang es noch ein bisschen merkwürdiger. Hallo. Kosmos. Ah ja. Willkommen bei den magischen Künstlern. Ich möchte, dass du die Drachen befreist, unseren Schatz zurückholst und den blauen Dieben die Eier wieder abnimmst. Das klingt nach einem Plan. Ja, ich weiß. Ja, nervt. Vielleicht erreicht. Ich versuch's gleich nochmal. Hier mal kurz aus der Sicht.
Du Penner! Hab ich dich erwischt. Sehr schön. Gut, dann gucken wir uns jetzt den Rest der Welt an. Weiß gar nicht mehr, was hier alles war. War das nicht dieses Level? Ach, die gibt's ja auch noch. War das das Level mit den, diese Höhlen mit den Spinnen drin? Ich kann mich da an was erinnern, ja. Na komm, sehr schön. Okay, den haben wir geschafft. Okay, hier haben wir die auch. Sehr schön. Da haben wir schon mal das erste, der Alpenkamm. Ich will da noch nicht rein. Ich möchte nur ringsherum vielleicht ein paar Edelsteine abgreifen. Das hat geklappt. Das sind normale Typis, okay. Keiner, der hochgeht. Ah! Scheiße. Scheiße! Da wollte ich zu viel des Guten. Verdammt. Jetzt sind natürlich die ganzen Typen wieder da. Na gut. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Das sollten wir hinkriegen. Erstmal ihn hier wegmachen. Ja, dann bleibt da leben. Ist auch nicht so schlimm. So. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Wow. Ach, Schafe. Ach, hier ist noch ein Eierdieb. Was, noch einer? Zwei Eierdiebe in einem Level? Das ist ja witzig. Das ist doch nicht wahr hier. Geil. Jetzt habe ich dich. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es manchmal mehrere Eierdiebe in einem Level gibt. Okay. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Oh, da liegt doch was. Die nehmen wir mit. Der ist auch weg. Sehr schön. Ist das ein anderes Level? Das ist das, was ich gerade gesehen habe. Okay. Ach, da unten geht's weiter, oder? Ja, ich glaube nicht, dass da weitergeht, aber... Ah, alles klar. Der hat die ganze... Das Ganze hier erhoben hat er hier. Erhöht. Erhoben. Er hat das erhoben, ja. Ich kann auch gutes Deutsch. Ach, das tut weh. Ist klar. Ah, ich weiß. Ja, ihr habt mich genervt. Ihr musstet doch mal eben weg. So, das haben wir. Da hinten sind nochmal ja zwei Typen. Ja, ja, ist okay. Ist weg. Ja, er freut sich. Oh, wen haben wir denn hier? Xanthor. Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Na los, probier's aus! Ja, das erste Mal, dass wir jetzt praktisch so eine... Ja, so eine kleine Rennstrecke hier haben. Und ich glaube, das brauchen wir auch, um ihn da rechtzeitig zu erwischen. Genau. Hoppala. Gut, wir können natürlich jetzt auch... Ja, dann düsen wir jetzt nochmal richtig da lang. Luftige Höhe ist bestimmt das Fluglevel, ne? Mal gucken. Bolda. Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden. Okay, hier ist der Kristallflug. Juhu. Oh Gott. Das wird toll. Ja. Oder auch nicht. Okay, soll ich da auch noch? Ah, den kriegen wir so, ne? Den kriegen wir so. Den kriegen wir auch. Arschloch. Wer bist du? Ach so, stimmt, die können so eine komischen Wolken machen, ich erinnere mich. Ah, da muss ich wieder mit einer Kanone oder so draufballern oder eine Rakete irgendwo zünden. Ach, da unten geht es auch noch weiter, sehe ich gerade. Ja, okay. Okay, haben wir. Wirbel viel. Beide weg, sehr schön. Wirbel viel, tatsächlich, ja.
wie es einfach mal weg ist. Wie viel brauche ich hier? Danke, dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Ja, bitte, Tuco. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest okay. du dorthin? Nee, ich darf schon weiter, alles klar. Also hier sind praktisch die Eier gefragt. Er muss halt genug Eier haben, ne, wenn er da hin will. Nein, sonst war ja immer eine Schatzzahl oder eine Edelsteinanzahl gefragt. Hier sind die Eier gefragt jetzt, okay. Ja, gehen wir erstmal den Weg zurück oder zu Ende. Zauber. Oh, anscheinend ist hier jetzt ein Level mehr. Glaube ich. So, wo ist denn hier eine Rakete? Also irgendwo muss hier eine Rakete zum Zünden sein, der die Kiste auf. Was ist denn da drin? Ach, der Schlüssel. Das war aber nicht die, war das die Kiste? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass das die Schatzkiste ist. Oder ist hier das? Ist das Schloss dran? Moment. Nee. Das ist schon eine andere Kiste. Okay, also hier fehlt auf jeden Fall noch was. Da will ich noch nicht rein, nein. Tja, wo können wir denn noch hin? Da ist der Ballonfahrer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Kiste ist. Wo waren wir denn noch nicht? Mal kurz gucken. Ist da noch was gewesen, was ich nicht gesehen habe? Ja, ich möchte schon das Level noch beenden, wenn es irgendwie geht. Da ist aber, glaube ich, nichts. Ja, sieht nicht so gesund aus, wenn ich da jetzt runterspringe. Da auch nicht. Hm. Wo könnte ich denn noch lang? Sonst gehen wir halt nochmal zurück. Vielleicht habe ich ja noch irgendeinen Weg nicht gefunden. Weil ich denke mal, RAM geht bei der nicht, ne? Nein, da muss definitiv was Härteres her. Ach, muss ich da vielleicht... Oh Gott, ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich ahne schon was ganz Schreckliches. Natürlich. Ich muss bis dahin hinlaufen. Ja, okay, das ja ist aber machbar. Das, ja, oh Gott. Ja, versuchen wir das mal. Ja, okay. Vielleicht ist das aber schon der Schluss. Ich weiß es nicht. Nee, kann ja nicht der Schluss sein. Ich muss ja die Kiste noch finden. Aber trotzdem müssen wir das hinkriegen. Ich versuch's. Hat geklappt. Ui. Uiuiuiui. Wow. Okay. Jetzt fehlen noch 10. Und das ist wahrscheinlich die Kiste, die mir noch fehlt. Frage, wo ist die Kiste? Dankeschön. Und zwar gerade die Speicherfee. So, die Kiste muss ich noch finden. Wo ist die? Habe ich die irgendwo übersehen? Bin ich ja schon dran vorbeigelaufen. Man, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich würde sie halt gerne noch finden, bevor wir dann beim nächsten Mal in diese Welt einsteigen. Wo ist diese Kiste? War ich hier? Ja doch, hier komme ich ja eigentlich her. Was war hier? Gut, das ist nur ein anderer Weg, um da hoch zu rennen. Ne? Ja, okay. Da ist sonst nichts. Hm. Können wir hier nochmal reingucken? Da noch irgendwas versteckt hier? Da ist noch ein Mond. Was ich mich zum Beispiel frage... Da war doch diese eine Nische, wo der Eierdieb hochgegangen ist. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Also wenn man hier um die Ecke geht, ne? Da oben. Wie komme ich denn da hin? Ist da was? Da ist anscheinend irgendwas. Aber wie komme ich denn da hin? Huh. Tja, gute Frage, ne? Obwohl, nee, anscheinend ist da nichts mehr oben drauf. Okay, gut, dann nicht. Aber wo ist... Ach, scheiße, wo ist die Kiste? Mensch, Gott hat nicht gesehen. Wo ist die Schlüsselkiste? Gut, es liegt wahrscheinlich nur noch an der Schlüsselkiste, ja. Da könnten wir eventuell ja auch den Dave dann fragen, wenn wir sie jetzt nicht finden sollten. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wo die ist. Ah, das kann er uns bestimmt erzählen. Ich verrecke hier gleich, ich merke das schon. Hm. Also wir können ja noch einmal rumgucken. Ich echt jetzt nicht weiß. Hier nochmal links rum. Kann ich sie von hier. Kann ich einfach irgendwo hinsegeln? Ist da irgendwo eine kleine Insel oder irgendwas? Da unten? Nö. Sieht nicht danach aus. Da auch nicht. Ich
Ich glaube nicht, dass ich in den Wasserfall reinsegeln muss, oder? Ja, es kann sowas mal geben, ja. Theoretisch. Theoretisch denkbar. Aber. Da könnte was sein, warte mal. Ah! Ist da was oder ist da nichts? Und wie komme ich da? Vielleicht von da oben mal? Warte mal. Das sieht aus wie eine Höhle. Ich gehe noch ein bisschen höher. Hier ist extra so eine kleine. Guck mal, hier ist extra so ein kleiner Vorsprung. Alter, bin ich geil. Das war jetzt mehr oder weniger Zufall. Ha! Ja! Ah, herrlich. Sehr gut, das freut mich doch. Ja, dann haben wir es geschafft. Hervorragend, wir haben die halbe Stunde genau erfüllt. Das ist perfekt gelaufen. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal ist dann der Dave zu Gast. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, ich freue mich auch schon, wenn er dann dabei ist. Wir gucken schon mal, was es hier an Fähigkeitspunkten gibt. Da. Luftige Höhen und Wirbelfiel. Das sind die beiden. Okay, ich glaube, das ist dann gar nicht. Das sind, glaube ich, die beiden, die es hier gibt. Ja. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein, wenn ihr Lust habt. Würde mich sehr freuen. Und der Dave wahrscheinlich auch. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.